Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Anpassung des Rechts der Fixierung in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung und im Maßregelvollzug setzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der materiellen und verfahrensrechtlichen Anforderungen an die Zulässigkeit der Fixierung um. Wir haben ausreichend davon gehört. Es ist auch ausdrücklich zu begrüßen, dass gerade in dem sensiblen und doch für alle Beteiligten besonders belastenden Bereich der Unterbringung der durch eine Fixierungsmaßnahme belastete dieser nicht schutzlos ausgeliefert ist. Die Würde des Menschen nach Artikel 1 Grundgesetz, die leider oftmals im politischen Diskurs allzu leichtfertig von den Lippen geht, kann hier durch staatliche Maßnahmen sehr schnell und erheblich verletzt werden. Daher entspricht es dem Gebot des Rechtsstaatsprinzips, hier klare gesetzliche Regelungen zu schaffen. Und das macht dieser Gesetzentwurf auch. So ist für die materielle Zulässigkeit der Fixierung die Hürde hoch genug anzusetzen. Zu Recht ist dafür die gegenwärtige erhebliche Gefahr durch Gewalttätigkeiten des Untergebrachten notwendig. Auch der Richtervorbehalt für die Anordnung bzw. der obligatorische Hinweis nach Abschluss der Maßnahme auf die gerichtliche Überprüfbarkeit entspricht unserem Rechtsstaatsgedanken. Und ja, man hätte denken können, dass dies bereits so geschehen wäre und bereits so geregelt ist. Zuletzt sind noch die Dokumentationspflichten sowie die Überwachung durch einen Arzt mehr als vernünftig. Denn gerade bei erheblicher Gegenwehr sind körperliche Verletzungen nicht ausgeschlossen und dies muss der entsprechende Handelnde vor Ort auch berücksichtigen und dies hat dieser Gesetzentwurf auch entsprechend so berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser gesamten Aspekte bietet das Gesetz Schutz vor staatlicher Willkür bei gleichzeitiger Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Herzlichen Dank.